deine Augenbraue verletzt? Es war 1989. Wir waren mit ein paar Freunden in einem dieser Tanzlokale in Wiesbaden waren wir da. Auf dem Heimweg. Ich war die Einzige, die nichts getrunken hatte. Und deswegen war ich halt diejenige, die die Schubkarre ziehen musste mit meinen 6 Freunden da drin. Und es war halt dunkel, es war spät in der Nacht. Plötzlich wurden wir halt überfallen von einem Schwarm Stadttauben. Die waren halt super aggressiv, hatten so T-Shirts an, wo drauf steht, Hühnchen sind auch Tauben, stop the Hühnchen, ich bin kein Chicken Wing. Halt diese typischen Tauben-Nazis, man kennt sie. Ja, es kam zu halt einem großen Fight, würde ich einfach mal behaupten. Meine Freunde waren so besoffen, ich konnte halt gar nichts machen. Ich habe die einfach in dieser Schubkarre gelassen und habe sie halt so zugedeckt mit meiner Jacke, damit die Tauben sie nicht sehen und da vielleicht drauf angreifen. Also war es halt ich alleine gegen ungefähr 24, 25 Stadttauben, aggressive Stadttauben. War mies. Jedenfalls hat eine mich mit ihrem Schnabel an der Augenbraue erwischt. Und ja, daher dieses Style-Merkmal. Es war hart, ich rede halt nicht gern drüber, aber ihr habt gefragt. Immer diese Stadttauben, ich kenne nur Landtauben hier im Dorf. Ja, ich glaube, die Tauben auf dem Land sind einfach entspannter so. Mittlerweile muss ich sagen, ist echt besser geworden, was Stadttauben und vor allem diese ganzen Nazi-Tauben halt angeht. Ist halt echt. Damals war das ein Riesenproblem, vor allem in Wiesbaden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Bürgermeister sogar mal dafür gesprochen hatte und so eine Initiative Stopp die Tauben ins Leben gerufen hatte. Da gab es halt sau viele Proteste von den Tauben auf den Straßen, von wegen, wir wollen nur Rechte, lasst uns in Ruhe. Und wir waren so, hört auf, uns auf der Straße zu attackieren. Oh mein Gott. Schwierige Angelegenheit, liebe Freunde. Aber naja, daher habe ich auf jeden Fall die Narbe. Das waren wilde Zeiten. Was soll ich sagen?